So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Far Cry 5 und dem neuen Live-Event Fahrzeugfeuerwerk. Und ihr seht schon, ihr müsst Sektentrucks zerstören oder Pickups mit Annäherungssprengstoff, Fernzündungssprengstoff, Dynamit, Granaten oder Haftbomben und damit muss man eben 15 Autos zerstören oder Pickups besser gesagt und dann bekommt man die neue Lackierung für 970er Kimberlite und wenn die Community das Ziel erreicht, dann bekommt man den Undercover Kultist das Outfit und ihr seht, ihr habt noch 5 Tage Zeit, 2 Stunden 31 Minuten und alle 2 Minuten wird ungefähr das alles aktualisiert. So, ihr seht, ihr habt wieder ein mittleres Ziel, Entschuldigung, das ist bei der Hälfte und dort kriegt ihr wieder solche, ja, so Silber, wo ihr auch wieder Waffen kaufen könnt und so weiter. Ihr seht ja oben rechts das Silber, was ich habe. Silber waren 510 und da bekommt ihr natürlich auch wieder welche. Aber ihr müsst, wie gesagt, 15 solche Pickups zerstören. Jetzt ist natürlich so, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich das Spiel komplett durch hat, dann hat man ein Problem, ne? Ihr seht, ich habe alles gemacht im Spiel, was man machen kann. Also hier zum Beispiel habe ich alle Aufträge. Hier oben habe ich, glaube ich, auch alle. Bloß hier unten fehlt mir einer. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Auf jeden Fall habe ich alles gemacht. Und dann hat man natürlich keine Außenposten mehr, ne? Also ich habe jetzt keine Außenposten mehr, wo ich erobern kann. Und der beste Außenposten, den man erobern sollte, ist Lornas Truck Stop. Denn dort gibt es auch gleich ein Pickup und so weiter. Aber ich werde euch jetzt zeigen, was ihr machen könnt, falls es bei euch auch so ähnlich ist. Ihr könnt dann einfach auf Start gehen und dann könnt ihr Außenposten Meister auswählen. Und da seht ihr, setzt alle Sekten Außenposten zurück auf den Status feindlich. Möchtest du fortfahren, alle mit ihnen verbundenen unvollständigen Aufträge werden gesperrt, bis du sie wieder befreit hast. Also, das hier ist jetzt, ich drücke jetzt X, so, jetzt wird das Spiel neu geladen und dann werden alle Außenposten zurückgesetzt. Ich finde, das ist eine coole Option, denn es kann natürlich sein, wenn man das Spiel durch hat und wirklich alles gemacht hat, man findet eigentlich wirklich keine Gegner mehr. Was ich auch ein bisschen schade finde, das hätte man schon machen können, dass zumindest ab und zu noch Gegner rumfahren oder irgendwas halt, ja, noch aktiv ist in der Umgebung. Aber, wie gesagt, es ist eben so, dass diese Außenposten, wenn man sie zurücksetzt oder wenn man eben keine Außenposten mehr hat, dann kann man sie zurücksetzen und dann seht ihr, müsst ihr einfach die Außenposten wieder erobern. Ihr seht jetzt hier die Außenposten, die zu erobern sind, werden jetzt einmarkiert, ne? Ihr seht jetzt hier, die sind nur die Außenposten, die zurückgesetzt werden, der Rest bleibt natürlich. Und jetzt haben wir hier diesen Außenposten, der wie gesagt am besten ist für dieses Live-Event. Und jetzt schaue ich mal, wo ich gespawnt bin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich gespawnt bin. 1000 Meter entfernt. Okay, ich bin jetzt hier unten. Ich muss mal kurz gucken. Das ist dann hier. Ob ich hier irgendwo ein Auto oder so bekomme. Nicht, dass ich hier jetzt dahin fahren muss. Ah, hier ist ein Quad. Das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir dorthin fahren. Und das ist, wie gesagt, die Möglichkeit, die man machen kann, um eben dort jetzt die Außenposten zurückzusetzen, wenn man eben alles hat, alles gemacht hat, so wie ich. Das ist natürlich dann nicht so günstig, wenn man noch solche Außenposten machen muss. Aber wie gesagt, die Option ist da, um das zurückzusetzen. Und dann geht man einfach zu den Außenposten. Es ist eigentlich auch egal, welchen man macht, ne? Der hier, den ich euch jetzt zeige, das ist halt der, wo dann auch Trucks sind. Und wo ihr eben dann solche Leute habt, die eben mit diesen Fahrzeugen rumfahren. Und dann könnt ihr dort diese Trucks zerstören oder Pickups. Und ja, das hilft dann umso mehr, als wenn man jetzt da rumfährt und irgendwo schaut, dass die Leute auf einen zufahren mit so einem Truck oder so. Denn es gibt ja auch Konvois, die man zerstören kann. Dort sind natürlich auch solche dabei oder Trucks dabei. Aber bis die mal spawnen oder irgendwie auftauchen, das dauert dann schon eher länger. Und deswegen ist es gut, wenn man dann halt so einen Platz hat wie dort jetzt, wo dann solche Trucks sind. Und dort könnt ihr, wie gesagt, hingehen. Dann macht ihr das einfach schnell und dann sollte das kein Problem sein. Was auch natürlich eine gute Idee ist dafür, dass ihr, wenn ihr das machen wollt, ist,
dass ihr zum Beispiel an dem Außenposten immer nur, ja, ihr lasst einen Gegner am Leben, also mindestens einen Gegner lasst ihr am Leben und dann zerstört ihr oder macht eben so viel Leute oder Trucks kaputt, wie es geht. Ups, das war ein Crash. Und dann, wenn noch ein Gegner übrig, was macht denn der jetzt? Wenn noch ein Gegner übrig ist, dann macht der Kontrollpunkt neu starten und dann werden alle Gegner wieder neu gespawnt und dann habt ihr eben den Kontrollpunkt, es bleiben aber die Kills gezählt, dann macht ihr wieder ein paar Kills und dann zählt ihr vielleicht eventuell selber mit und spätestens dann, wenn ihr diese Kills geschafft habt, dann wird es ja auch angezeigt, also man kriegt es ja auch im Spiel angezeigt, wenn man die Kills geschafft hat oder zumindest also die Anzahl der Kills. Und dann kriegt man das angezeigt und kann dann sofort seine Belohnung abholen. Aber wenn ihr das so macht, dann sollte es kein Problem sein. Falls ihr jetzt den Außenposten eingenommen habt, versehentlich oder irgendwie einen Gegner durch eine Explosion oder irgendwas getötet habt, dann ist es auch kein Problem. Ich habe ja gezeigt, wie ihr die Außenposten zurücksetzen könnt. Dann müsst ihr einfach halt andere Außenposten noch einnehmen und am besten immer den Alarm auslösen, ne? Dann kommen nämlich viele Gegner. Dann habt ihr die Möglichkeit, mehrere Gegner vor euch zu haben, die dann spawnen. Und dann könnt ihr natürlich auch viel mehr Gegner töten. Ihr seht jetzt hier, ich markiere jetzt natürlich die Gegner, um einen besseren Überblick zu haben. Aber da hinten seht ihr jetzt zum Beispiel, da ist schon ein Truck, der dort steht. Zum Beispiel, den man schon mal zerstören kann. Und dann wird auch der Alarm ausgelöst, natürlich, wenn ich jetzt mich hier bemerkbar mache. Hier sind zwei Alarms, also Alarme. Und ich schaue jetzt mal kurz, ob ich meine Sachen ausgerüstet habe. Ja, habe ich. Schmeiße ich das hier und dann wird der Alarm ausgelöst. So. Und jetzt solltet ihr einfach halt schauen, dass ihr natürlich ein paar Gegner tötet. Und dann guckt man, okay, wo ist noch ein Pickup oder so. Und dann schaut man einfach, wenn die Gegner auf einen zukommen. Und tötet die dann. Ich habe natürlich jetzt auch alle Upgrades von Fähigkeiten her, oder zumindest fast alle. Hier ist auch noch einer. Da hat man schon den zweiten. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier war jetzt auch noch ein Truck oder ein LKW. Jetzt schaut man halt, dass man zumindest diesen einen Gegner am Leben lässt. Kann jetzt nochmal schauen, ob hier irgendwo noch ein Truck ist oder so. Oder ein Pickup, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Aber hier kommen jetzt auch schon die ersten Gegner. Ihr seht's. Kann man natürlich hier auch schön zerstören. So, das ist schon mal der nächste. Vielleicht kommt hier noch mal einer. Da drüben ist noch einer. Was haben wir hier? Auch einer. So. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch jemand kommt. Ich muss mal kurz warten, vielleicht. Ob dann noch jemand kommt. Ich kann auch mal kurz schauen, ob das bisher gezählt hat. Das hat auch manchmal Probleme mit dem Registrieren. Ah, nee, es hat schon gezählt. Wir haben jetzt schon drei Stück. Ich glaube, es kommt auch jetzt keiner mehr. Das müsste, glaube ich. Ne, da hinten sind sogar noch welche. Das ist natürlich sehr gut. Oh, das war nicht so weit. Aber es hat, glaube ich, geklappt. Ja, es hat geklappt. Und wie gesagt, das könnt ihr machen. Jetzt hier ist noch ein Gegner übrig. Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich gewesen mit der Verstärkung. Man kann dann natürlich noch mal warten. Oh, was ist denn das jetzt? Man kann dann natürlich noch mal warten und schauen, ob man jetzt hier noch mal jemanden hat, der kommt oder so. Und jetzt gehe ich einfach auf Start und mache letzten Checkpoint neu laden. Und dann sollte das alles wieder so sein, wie es vorher war. Dann macht ihr, wie gesagt, das wieder, bis ein Gegner übrig ist. Und das wiederholt ihr einfach so oft, bis ihr diese angegebene Zahl habt. Und wie gesagt, ihr werdet benachrichtigt, wenn es soweit ist. Und dann sollte das absolut kein Problem sein. Und dann habt ihr schon mal die Versicherung, dass ihr eben diese Belohnung bekommt, die ihr dann natürlich freischaltet, sobald auch die Community alles schafft. Jetzt können wir uns wieder hier hinstellen natürlich. Ups, da bin ich ein bisschen gestolpert. Mit dem Fahrzeug stolpern kann man natürlich. Und ja, jetzt lasse ich mich natürlich wieder entdecken. Dann kommt der Alarm. Ich gehe natürlich schnell zu den Fahrzeugen und zerstöre die. Man hat natürlich auch, das Coole ist, wenn ihr den Kontrollpunkt neu startet, habt ihr auch alle Granaten wieder und alles, was ihr bisher verblödet habt, ist wieder da. Und wow.
Und das hilft dann natürlich enorm. Dann müsst ihr euch nicht die Munition nachladen oder sonst irgendwas oder irgendwie in einen Shop fahren und wieder die Munition holen. Sondern könnt dann einfach weiter ballern. So, das da hinten explodiert auch gleich. Sollten, glaube ich, gleich wieder die Leute kommen. Ich passe jetzt natürlich auf, dass ich nicht alle töte. So, da ist schon der nächste Truck Pickup. Zack, den haben wir auch kaputt gemacht. Noch ein paar Leute markieren. Oh, was haben wir hier? Ach, da ist schon der große. So, den können wir auch kaputt machen. Ich glaube, den hat es auch erwischt. So, mal schauen. Da hinten kommt auch noch einer. Und so ist dieser Punkt, finde ich, eigentlich schon am besten für diese Challenge. Oh, wir haben es sogar eingenommen. Aber ist ja nicht schlimm, wie gesagt. Man kann ja auch die anderen dann einnehmen. Das ist oft so, dass man jemanden durch eine Explosion dann tötet und dann passiert es eben, dass man den einnimmt. Aber das ist alles eigentlich, was ich zu dem Live-Event sagen kann. Wie gesagt, macht es immer wieder an diesen Außenposten am besten, wenn ihr ihn nicht schon eingenommen habt. Es kann natürlich immer sein, dass eventuell der ein oder andere diesen Außenposten schon eingenommen hat. Dann, wenn ihr natürlich nicht durch seid mit der Story, dann tut auf keinen Fall hier diese, wie sagt man, diese Außenposten zurücksetzen. Ne? Das macht ihr nur, wenn ihr die Story durch habt. Also ihr macht es nur, wenn ihr die Story fertig habt. Ansonsten müsst ihr hier gar nichts machen. Ihr macht einfach weiter mit den Außenposten. Ihr seht jetzt hier, wir haben schon die erste Sache erfüllt und ich kann das jetzt abholen. Dann kriege ich die gut geschrieben. Und ihr seht, wie schnell das geht. Ich habe jetzt schon 8 von 15. Ich werde das jetzt einfach nochmal wiederholen. Und dann habe ich wieder alles, was ich brauche. Und alle Außenposten sind wieder einzunehmen. Und wie gesagt, das solltet ihr auch schaffen. Ich komme dann damit auch zum Ende vom Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch natürlich viel Glück mit dieser Herausforderung und viel Spaß dabei. Glück braucht man ja nicht wirklich, aber eben, dass ihr es eben schaffen könnt und dass ihr alles hinbekommt. Und dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen, würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Far Cry 5 und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.